So, UV-Lichter überall. Gehen ganz schön üble Sachen. Bravo, Pilger. Die ja, Greenwood-Familie. Das war jederzeit. Wir danken dir. Und was mit dem Bazar? Oh, danke. Wenn du mal irgendwas brauchst, frag nach Christopher. Wir müssen noch nach oben, ne? Ich gebe die Quest noch ab, aber wir müssen noch mal nach oben. Strom wieder anschalten? Ja, ja, ich glaube ja. Pilger, wo sind die anderen? Ach. Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Funke Sophie an. Schnell. Sophie? Ich hab Karl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie, bist du da? Du musst ihnen helfen, Aiden. Natürlich. Hab ja gerade erst den einen gerettet, da muss ich... Wo sind Jack und Joe? Sie flohen aus dem Lager, als sie den Kampflärm gehört haben. Ich weiß nicht, was sie planen. Sie sagten, dass sie auf Verstärkung warten. Welche Verstärkung? Das weiß ich nicht genau. Joe sprach von den Abtrünnigen, Überbleibsel der alten Armee, die auf dem Damm an der anderen Seite der Stadt stationiert sind. In letzter Zeit wurden sie am Bazar gesichtet. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf! Schnell! Nicht zu fassen, dass sie mich so zum Narren halten konnten. Lauf schnell, sagt er, ja? Ich bete für dich. Cool, danke dir. Hat ihr ein Stark Industries Cap auf? Stars. Okay, ich dachte gerade Stark Industries. Ich wollte gerade sagen, So. Wir müssen da oben drauf, ne? Oh Gott, ich sehe schon genau, was das für eine Aufgabe ist. Ich sehe schon genau. Was? Ah ne, wir müssen erstmal drin nach oben, ne? Hier geht das noch nicht. Okay. Bin zu früh. Wir müssen gucken. Wir müssen ein bisschen Jump'n'Run machen. Codierung überlastet? Was ist denn da los? Ach, bestimmt hatte ich im Hintergrund noch die Mediencode-Aufnahme für die anderen Folgen. Okay, ja dann. Hopp. Kann ich hier vielleicht direkt nach oben? Nee, ne? Nee. Okay, wir probieren es gleich nochmal. Kann sein, dass wir scheitern, ne? Ich wollte nur sagen. Also wenn das wieder so, dann weiß ich auch nicht. Oh, Gott sei Dank. So sollte es eigentlich aussehen. Geil, Solar. Nice. Ist ein Photovoltaik hier am Start. Cool, cool, cool. Sehr modern hier alles. Da komme ich nicht... Ich muss dann von da, da, da und da, ne? Rein. Ja, okay, hier kurz wieder raus. Oh Gott. So, nicht zu weit springen wie neulich. Nicht zu weit laufen. Wenn man hier einen Fitzel zu. Ah, das war ja schon. Wir sind oben, Gott sei Dank. Oh, puh. Puh. Nackengamasche. Und Batterien. Und... was war denn hier? Was kriegen wir denn da? Militärtechnologie. Geil! So, jetzt nochmal kurz rufen. Ich bin der König der Welt. Und dann geht's wieder runter. Ihre Werkzeuge mit Militärtechnologie gehen zum Handwerksmeister. Okay. Hier.
Rumsdi-Bumsdi. Und dann, wo war der andere? War nicht ein zweites Kabel? Na ja. Scheiße drauf. Okay. So, hier ist unsere Hofe. Die Lampen sind aber an, ne? Hör mal. Ich höre Strom. Okay, cool, haben wir eingenommen und die Quest geht direkt weiter. Wir müssen nach da hinten irgendwo. Tango Motel. Ich gehe mal hier entlang und bewundere mal ein bisschen die Aussicht. 170 Meter weiter nach unten, okay. Hi, Freunde! Mann, sieht das hier trostlos aus. Oh Mist. So. Ich höre Menschen. Sind die Banditen, oder? So, warte. Ich nehme ein paar Teile mit. Machen die Zombies nichts? Naja, momentan tagsüber sind die ein bisschen schluffi drauf. Die machen schon was, aber wenn man dran vorbeiläuft, geht's eigentlich. Guck mal, die naschen gerade. Ich verstehe immer noch nicht genau, warum manche Zombies tagsüber draußen sein können, die anderen nicht. Ich weiß noch nicht genau. Und wir müssen in die Richtung, ne? Okay. Da sind Banditen, die haben andere Probleme außer uns. Okay, da kommen wir nicht rüber, ne? So. Komme ich hier irgendwie entspannt runter, hier, Matratze? Boing. Wir waren hier schon... Waren wir nicht neulich? Und haben so gedacht, wie komme ich da oben drauf? Vielleicht finden wir es bald raus. Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Zu spät. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aiden, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Ich muss gehen, Hakon. Ich habe versprochen, Sophie zu helfen. Außerdem gelangen wir nur so an die Wahrheit. Okay. Ich melde mich. No brainer. Ich hoffe, ihr seid d'accord mit meiner Entscheidung. So, okay. Warte mal, hier noch eine zerbrochene Axt. Schaufel, achso. Okay. Scheiße. Ich bin zu spät. Sophie! Barney, bist du da? Und Sophie? Sophie, melde dich. Es waren tatsächlich Peacekeeper, ne? Warum haben die angegriffen? Weil die immer noch denken, es geht um diesen komischen, wie der Typ mit dem Schlagring heißt oder sonst irgendwas. Warum haben die... Ich verstehe den Sinn dahinter noch nicht, weil wir waren noch gerade bei der Aufklärung. Genau, der Lukas. Genau. Wir waren noch gerade schon die ganze Zeit bei der Aufklärung. Das ist so sinnlos einfach. Weil sie es können. Naja, das werden wir noch sehen, ne? Das werden wir noch sehen, ob sie es können. Ich weiß, da geht's durch, aber ich will mal kurz nach oben gucken. Wir sollen doch da lang. Ich will doch nicht nach oben gucken.
Wer ist dahinter? Okay, hier ist noch was. Sehr gut. So, guck mal her. Was kriegen wir denn? Eine Roadie-Weste. Wir müssen mal wieder ein bisschen gucken, was wir haben, ne? Und was wir... Oh, ich werde da... Die ist genau dahinter, die Kiste. Und ich brauche die unbedingt. Ich will diese Dingsstoffbehälter unbedingt haben. Weil die unseren Timer verlängern, wie lange wir in der Dunkelheit existieren können. In Klammern, weil wir infiziert sind. Außerdem... hier noch ein paar wichtige Infos. Klopfen. Okay, so kommen wir da rein. Ich will ganz kurz noch hier gucken. So kommen wir hier nach oben. Ich verstehe. Sophie, was ist los, verdammt? Melde dich. Schritte. Da waren gerade Schritte. Gib mir kurz eine Minute. Oh, nice. Runter damit. Da hinten müssen wir rein. Und dafür müsste ich... So, Leiter ist unten, falls wir wieder zurück müssen irgendwie. Ja, ja, den will ich eigentlich nur. Ich bin nur wegen dem hier. Oh, geil. Ah, oh, Stofffetzen, die habe ich gesucht. Oh, geil. Nice. Okay. Entschuldigung. So, geil. Gib mal Aufputschmittel. Hier nochmal. 2 Hemmstoff. Nice. Können wir upleveln? Nee, ne, noch nicht. Wie schön! Oh, also wie schön das war, meine ich. Das war mal richtig schnuckelig. Betonung auf wahr. Hier war es nur halb so schnuckelig, wenn ich ehrlich bin. Okay, rein da. Sehr windig hier. Hier ist Zane. Kann mich jemand hören? Corporal Kaminsky, sind Sie da? Wo kommt das her? Wo kommt das gerade her? Mist, ich muss pinkeln. Ich muss pinkeln. Wo kam das denn gerade her? Wo ist denn hier die Funkstation? Hallo, Kuh? Kuh geht gerade nicht. Warum geht ein Kuh nicht? Jetzt geht Kuh wieder. So, das wollte ich gucken. Ich bin betriebsblind für diese ganzen Taschen hier und so. Da kam das her. Okay, verstehe. Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Oh, Scheiße. Verdammt, Aiden. Ich hatte gerade angefangen, dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich habe euch geholfen. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Aether geholfen. Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebeneffekt. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? Barney! Barney, warte. Wir haben seinen scheiß Arsch gerettet, ne? Ich wollte es nur sagen. Zu schnell. Friss das, du Hurensohn! Mach ich. Jetzt bist du tot, Fick! Jetzt gehörst du. Oh, hat nicht geklappt diesmal. Shit. Aber ich spring trotzdem rüber. Ja,
Jetzt hab ich die... Ich leg dich um. Jetzt hab ich dich, du Scheißkerl. Wie gefällt dir das, Bastard? Bist du bereit? Naja, vielleicht doch. Ich hab was für dich, du Stück Scheiße. Zu früh. Arschloch. Such was aus. Schnappt ihn euch, los. Bist du bereit? Erstick dran, Arschloch. Was war das denn gerade? Du willst was dabei haben? Ja, komm her. Keine Chance, du Bastard. So, jetzt du. Ich hab... Arschloch. So. Manchmal, wenn man den Sprung nicht schafft, dann springt man auch auf die Gegner drauf und die kloppen von unten. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. So. Gewalttätig, das ist eine ganz normale Meinungsverschiedenheit. Vor allem, wir haben doch nur gesagt, wir haben das Dingens gefunden hier. Wir haben die Funke hier gefunden und haben gesagt, ihre Männer sind tot. Ja, so als hätten wir die vielleicht auch mit verstümmelt und so und ärgerlich. Ah, oh, du bist einer von denen. Ich hasse den Typen. Ich glaube, fast der hat eine eigene Agenda, die er verfolgt. Kann ich mir sonst gar nicht vorstellen. Du bist overskilled, bin ich überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Ich habe nur diesen einen Move. Aber, wie bei vielen Spielen, wie bei vielen Gegnern, ist immer reinschlagen raus, reinschlagen raus. Funktioniert erstaunlich oft. Öfter als es sollte. Ich weiß, wir müssen da lang, das heißt, ich gucke erstmal hier unten, ne? Ja, nee. Okay, hier ist nichts. So. Hier oben drauf. Ah. Und wir haben sogar noch gesagt, wir gehen Sophie helfen, ne? Haben wir zu Hakan gesagt. 19 Uhr, shit. Ganzen Tag wieder verspielt. Fuck, du! War ja klar. Ich will nicht gegen Hermann kämpfen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich suche Sophie! Sophie! Boah, verdammt, hier geht's nicht um dich, Herman. Aus dem Weg! Ach, Herman. Du beschissener Grizzlybär. Na komm, komm. Ich will Herman nichts tun. Ich verstehe das Spiel nicht. Warum muss ich mich, wenn ich mich für eine Seite entscheide, warum muss ich dann für die andere kämpfen? Ich brenne selber aus irgendeinem Grund. Nutze die Gelegenheit mal. Herman gibt's auf. Lass mich mit Sophie reden. Boah, Alter. Ausweichen, gute Idee. Okay, das Ausweichen ist keine gute Idee. Ich mach's wie bisher. Ach, der macht jetzt der Zwiebel zweimal. Okay. Ach du Sch... Wie soll ich das denn... Der hat eine viel zu große Reichweite. Ich komme hier gar nicht weg. Der trifft mich überall, egal wo ich bin.
Ja, natürlich. Alter. Ja, ich bin echt down. Der ist halt wirklich... Der ist halt mega op. Der ist mega op einfach. Okay. Ich würde vielleicht noch... Ich würde vielleicht noch ein paar Mollys machen oder so. Holy shit. Warte. Warte, warte. So. Ich mache noch ein paar Mollys. Ich mach mal so. Das Problem ist, der kann im Schlag einfach, im Schlag kann er auch seine Richtung ändern und der kann dich halt überall erwischen. Es ist ein bisschen schwierig. Und du kriegst sogar noch ein bisschen diese Bloody-Anzeige, wenn er dich einfach gar nicht erwischt. Kriegst du trotzdem die Anzeige, als hätte er dich erwischt. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich mache ganz kurz eben noch ein paar von denen hier. So. So, okay, mal gucken, was wir da kriegen. Die Waffen sind auch fast down, ne? Ich frag mich halt, wir fangen jetzt aber wieder von vorne an, aber unsere Waffen sind trotzdem down. Ja, okay. Hier haben wir vielleicht irgendwas Interessantes Neues. Überlebenssinn, Dauer, Ausdauerkosten, Parcours. Ausdauerkosten, Fernkampfwaffen. Fernkampfwaffen? Haben wir noch gar nicht. Okay. Heilungseffektivität. Würde ich eigentlich gern behalten. Ausdauerkosten, Schaden, Parcoursangriffe. Schaden, Fernkampf. Wir haben halt keine Fernkampfwaffen, ne? Schwierig. Was haben wir denn hier? Roadie-Weste. Schadenswiderstand gegen Menschen. Schaden-Einhandwaffen. Das gefällt mir gut. Die ziehen wir gleich mal an. Und Watchdogs. Watchdogs all over again. Was mich aber anpisst persönlich, muss ich aber zugeben, wir haben uns ganz eindeutig entschieden für Sophie. Und am Ende machen wir jetzt, kämpfen wir jetzt gegen, weißt du? Und müssen die alle umbringen. Bin ich unzufrieden. Ich weiß nicht, wie sie es entwickelt, aber ich finde es momentan furchtbar. So, warte, Bruststück. Mal gucken. Ich will ja nicht rummümpeln, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Schadenswiderstand gegen Infizierte und gegen Menschen und Schaden Einhandwaffen. Let's go. Als wären die Entscheidungen egal. Ja, genau. Das finde ich gerade noch nicht so geil. Vielleicht ändert sich das noch später und irgendwie, ne, das... Mal schauen. Schaden, Parcoursangriffe und Heilungsgeschwindigkeit, das gefällt mir gut. Nehme ich mal das Höschen hier. Wir haben momentan das hier, Schadenswiderstand, Nacht. Schaden, Parcoursangriffe, Heilungseffektivität. Heilungsgeschwindigkeit, reicht glaube ich erstmal. Die Schüchen haben wir nur die anderen, okay. Das geht noch nicht. Die Waffe ist leider kaputt. Die Waffe ist leider kaputt, aber wir müssen den Kampf glaube ich wieder von vorne kämpfen. Du beschissener Grizzlybär. Na komm. Komm. Ach jetzt? Das hat aber gedauert. Wir müssen das ja irgendwie kompensieren mit den Waffen, ne? Herman, gib's auf! Lass mich mit Sophie reden! Okay. Der
hat aber auch, Alter, der hat aber auch einen geiler Fight. Alter. Der trifft uns trotzdem, obwohl wir weg sind. Was ist das für eine Hühnerkacke? Der trifft uns aber trotzdem. Okay, bei dem Schlag verstehe ich's. Alter, die Scheiße ist... Der trifft uns durch die ganze... Und was war das? Keine Ahnung, was das gerade war. War ich gerade in Spikes drin oder irgendwas? Strom? Mehr Mollys. Das Problem ist, die Mollys sind alle weg, ne? Die Mollys sind alle weg? Jo, die Mollys sind alle weg. Der speichert den Checkpoint, aber nicht, was man da hatte. Das heißt, wir können jetzt alles reinballern und am Ende stehen wir ohne was da und können den Fight vielleicht gar nicht mehr gewinnen. Weil wir keine Waffen mehr haben, keine Mollys mehr, die Waffen sind fast kaputt. Ich gehe farmen. Oder Nebenquests machen, keine Ahnung. Das ist mega beschissen. Ich kann jetzt 3 Mollys reinhauen, das stimmt schon. Aber ganz ehrlich, solange er mich trifft und ich bin irgendwo anders, also auch wenn ich ausgewichen bin, und er macht seinen Schlag da zu Ende, ich bin aber schon längst weg. Drück mal Q. Ja, ja, aber das bringt mir nicht viel. Guck mal, der wartet dahinter. Das bringt mir gerade nicht viel. Was ist denn hier? Flasche. Ne, ich spiele gerade auf normal, ich spiele nicht auf Hardcore. Aber das ist halt echt ein bisschen low. Sorry. Das ist ganz schwierig. Damit kannst du dich halt auch direkt ins Auskatapultieren. Also kann dir passieren. Heißt nicht, dass es direkt passiert, aber es kann dir passieren. So, ist ein Bug? Weiß ich nicht. Wie komme ich denn hier wieder weg? Wieso lädst du nicht einen älteren Spielstand? Weil es hier sowas nicht gibt. Es gibt nur Checkpoints. Warte, Matratze. Problem ist... Okay, Matratze gibt's. Verarschen spielen. Quest wechseln geht nicht. Boss auf easy machen, habe ich auch schon überlegt. Aber Alter, das kann's doch nicht sein. Das kann's doch wirklich nicht sein. Quest wechseln, also ich kann eine andere verfolgen. Das Problem ist aber, ich komme aus dem Questgebiet nicht raus, ne? Wir testen das mal kurz. Ne. Das war's. Das war's. Hermann kannst du nicht treten. Du kannst ihn, also der ist zu massiv. Wir können, also aus der Grube können wir nicht raus nach oben fliehen. Wie du siehst, die Wände sind zu hoch. Da ist ein kleiner Balkon vielleicht. Da könnte man, ich weiß nicht, ob man da drauf kommt. Da ist ein abgebrochenes Rohr, da kommt man nicht hin. Ansonsten geht wahrscheinlich eine Tür auf, wenn der Kampf vorbei ist. Würde ich vermuten. Nice! Also ich kann 3 Mollys machen. Ich kann 3 Mollys machen. Das ist so low. Ah ja, Fertigung, Entschuldigung. Das ist so low einfach.
Wie kann man denn Checkpoints machen, wo die Sachen einfach nicht mehr da sind? Wie kann man... Wenn man schon Checkpoint... Das ist mir ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Wurfmesser können wir vielleicht mal probieren. Davon haben wir noch ein paar. Einige. Wir können 68 davon herstellen. Die machen nur 10 Schaden. Ich weiß nicht, ob die den aufhalten. Das weiß ich halt nicht. So, dann mache ich hier nochmal Arznei, ein bisschen mehr. Ja, ich habe keinen Bock auf leicht zu machen. Das fuckt mich gerade einfach nur ab. Entschuldigung. Es fuckt mich ab. So, okay, warte. Wir haben jetzt die Mollys. Jetzt muss ich bei der Steuerung nochmal ganz kurz gucken. Da sind die Wände. Ich muss die 1 drücken. Okay. Mit der 1 wechsle ich übrigens das links auf dem Steuerkreuz hier unten links. Mit der 2 wechsle ich das hier. Mit der 3 wechsle ich dann die Waffe. Nehme ich vielleicht mal diese hier. Für die Waffe habe ich nichts, ne? Für die Waffe haben wir... Okay, das ist der Locher. 29 Schaden. 30 Schaden. Nehmen wir mal den Locher hier. Wundbrand. Die sind alle nicht schlecht. Ich habe leider... Die ist leider eh kaputt. Ich kann auch leider nichts reinmodden. Sonst wäre es einfacher. Die 4 wechselt gar nichts. Okay. Wenn er brennt, dann heilen. Genau das war mein Plan gerade. Genau das war der Plan. Deswegen habe ich Heal gemacht. Achso, warte mal. 1. So. Du beschissener Grizzlybär. Na komm. Komm. Och, Alter. Benutzen Sie Ausweichen. Herman, gib's auf! Lass mich mit Sophie reden! Huch! Ich bin nach oben ausgewichen. Auch geil. Okay, jetzt macht er schon sein Powerhouse. Der dreht sich im Schlag, dreht er sich noch. Du kannst halt nicht ausweichen. So, warte. Einmal kurz healen. Und dann fängt er, wenn du den schlägst in der Brandanimation. Alter, beim Ausweichen, das hilft einfach nichts. Ich kann nicht ausweichen. Alter, fick dich einfach. Was für ein verschissener Kampf. Okay, warte. Ich kann nicht weg, ich kann nicht aus der Ecke raus. Geil. Oriste Libon. Was? Okay, wir haben es auch ohne leicht geschafft. Aber Alter, uff. Jetzt haben wir halt alle Ressourcen verbraucht. So, Hermann, Arschloch, verpiss dich. Drecksvieh Illness. Die Tür geht jetzt aber auf. Junge. Das könnte noch spaßig werden. Fang! Immer da, wo du mich brauchst, ha? Huh? Mein Problem ist, ich traue dem Hakon nicht. Ich weiß, wie es euch geht. Okay, die Tür ist nicht plötzlich auf. Kannst du vielleicht... Die Leiter hängt echt hoch. Und was für eine komische Gitarre. Okay, warte. Das sieht bei dir alles so leicht aus. Ja, weiß ich nicht, ob das so ist gerade. Aber ich wollte Hermann nicht umbringen. Ich will hier mal nicht. Ich will nicht, dass er tot ist. Ich mochte den. Barney, Junge. Finde Barney. Wo bist du hergekommen? Mein sechster Sinn, Junge. Ich wusste, du kommst in Schwierigkeiten. Barney wollte dich töten. Das heißt, er verschweigt was. Etwas über Lukas oder Schlimmeres.
Was meinst du? Erst der Mord am Commander und jetzt die Übernahme des Wasserturms. Das ist kein Zufall, Aiden. Barney versucht schon lange aus dem Schatten seiner Schwester herauszutreten und Villador selbst von den Peacekeepern zu befreien. Oh. Ich versuche ihn zu finden. Sei vorsichtig. Ich werde Aitor warnen. Wir bleiben in Verbindung. So. Schon, wenn ich gerade ein bisschen gerandet habe, ne? Manchmal ist man Zeug. Barney? Barney? Komm raus! Barney? Komm schon, Mann! Barney? Ich finde dich! Barney, where are you, brother? Barney! Ah, cool, können wir wieder aufmachen. Aber hier, das hat er sich gemerkt, dass die leer sind. Das hat er sich gemerkt. Hanema. So, Barney! Boah, was da drüben alles liegt. Heilgegenstände, geil. Flaschen. So, aber ich muss hier wieder rein? Jetzt können wir hier rein, okay. Halten wir hier noch irgendwas? Aiden, wenn du nicht darum bittest, schieße ich dir in den Kopf. Und wenn nicht, dann stirbst du ganz langsam, bis du alles zugibst. Also... Du bist der, der sterben wird, Barney. Du solltest ihn aufhalten, nicht töten. Gib mir die Waffe. Gib sie mir, Bruder. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. So dankt er mir also meine Hilfe? Verrätern danken wir mit dem Tod. Du hast verschwiegen, dass du für Aether arbeitest. Ich arbeite nicht für Aether, ich arbeite für mich selbst. Keiner kann hier neutral bleiben, Aiden. Wir kämpfen ums Überleben. Ohne Wasser stirbt der ganze Bazar in weniger als einem Monat. Ich hab den scheiß Turm da eingenommen. Und die Peacekeeper, die helfen uns nicht. Genauso wie damals, als meine Mutter starb. Sie saßen nur rum und schauten uns beim Sterben zu. Wie sich herausstellt, bist du einer von denen. Wir sind ja völlig egal. Sag mir, warum sollte ich dich nicht töten? Sophie, schieß! Worauf wartest du? Ich habe ihren scheiß Bruder gerettet. Weil wir uns gegenseitig helfen können. Wer hat Lucas getötet? Er glaubt, wir haben ihn getötet. Sophie, rede mit mir. Warst du es? Nein. Sophie, verdammt! Was kümmert dich, dieser Mörder? Was hat Aitor dir versprochen? Wenn du es nicht warst, wer hat ihn dann getötet? Das frage ich mich selbst. Jedenfalls keiner von meinen Leuten. Wenn du rausfindest, wer es war, sag's uns. Den Kerl würde ich gerne umarmen. Lucas hat den Tod verdient. Hat eh schon zu lange gelebt. Der neue Commander war's. Wir mussten ihn nicht töten. Wir haben unseren eigenen Plan, wie wir die Peacekeeper aus dem Bazar rauskriegen. Aether versprach mir Zugang zum Stadtzentrum. Deshalb helfe ich ihm. Und du glaubst ihm? Einfach so? Wenigstens hat er nicht versucht, mich zu töten. Er war ja auch nicht derjenige, den du verraten hast. Aber ich kann dir auch helfen. Hilf uns mit dem Wasser. Wie und verraten? Ich bring dich persönlich zum Zentralring. Zunächst mal, ich habe euch nicht verraten. Ich helfe bei der Aufklärung eines Mordes. Das ist was anderes. Was dein Angebot angeht. Wird der einzige Weg von den PKs kontrolliert? Es gibt noch einen anderen Weg. Glaubst du wirklich, dass ich dir nochmal vertrauen werde? Wir brauchen uns gegenseitig. Ach. Du hast uns nicht gesagt, dass du mit den PKs zusammenarbeitest, also haben wir Vermutungen aufgestellt. Es wird immer gefährlicher und wir müssen alle vorsichtig sein. Du hast versucht, mich zu töten, Sophie. Ich schwöre beim Andenken an Birdie, Susie, Logan, Ralph und Herman. Ich schwöre, wenn du uns hilfst, bringen wir dich ins Zentrum. Hilfst du uns? Okay, was ist der Plan? Jack und Joe sind geflohen. Wir haben die Chance, den Turm einzunehmen und endlich das Wasser zurückzuerobern. Bevor es der verdammte Aitor macht. Wir kümmern uns um die Peacekeeper und bringen dich danach sofort ins Stadtzentrum. Zuerst müssen wir aber den Wasserzugang sichern. Wie kommt man auf den Turm rauf? Es ist beinahe unmöglich ohne eine Seilwinde. Und Joes Männer haben den Zugang gesperrt. Deshalb frag... Ich soll also hochklettern. Was? Wenn du das machst, rettest du eine ganze Menge Menschen, Aiden. Das vergessen wir dir nicht. Der humpelt... Der Hümmel humpelt nicht mal. So, ich bin ganz ehrlich. Anderes Problem, was ich mit dem Spiel habe. Ich mag hier irgendwie niemanden. Ich mag niemanden hier. Ich will hier niemanden retten, weil die mir alle langsam nur noch auf den Piss gehen. Alle. Die sollen ihre Scheiße, die können sich alle gegenseitig umbringen. Ich gehe in die fucking Villa vom Anfang zurück, suche mir ein paar nette Leute und dann bam.
So, dann machen wir da nämlich unsere kleine WG. Ich hasse alle hier. Scheißwelt. Und ich hänge mit ein paar coolen Zombies ab oder so. So, was ist jetzt? Gelangen Sie zum Wasserturm. Ja, erstmal würde ich gerne pennen. Gibt's hier ein Bett? Nee, ne? Es gäbe eins, aber da darf ich nicht hin. Herman stirbt nie. Wirklich so. Das ist LeChuck einfach. Original LeChuck. So, darf ich denn jetzt? Und vor allen Dingen, wo würde ich denn jetzt hinwollen? Hier ist halt alles scheiße, ne? Warte mal, die Straßen hier sind aber nachts leer? Da drüben ist eine Windmühle, also... Die Frage ist aber... Ach, das ist Jack and Joe's Camp, okay. Das ist das, was wir hier gerade eingenommen haben, ne? Meisterwindrad. Da ist noch eine Luftlieferung? Ne, die haben wir schon. Okay, die haben wir schon, alles gut. Okay. Kommen wir da irgendwie rüber? LeChuck, dann würde Malzbier helfen. Ja, ja, natürlich, im Molotow-Cocktail, klar. Das hier ist ja praktisch. Da oben ist noch ein Fragezeichen drauf. Was ist das hier? Da kann ich runter, ne? Oder so. Ich müsste aber... Oder darüber. Kann ich hier ran? Cool, ich bin auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Boah, wenn hier ein Screamer ist, da ist ein Screamer. Das erste, was ich sehe, ist ein Screamer. Fick dich! Oh, hi. So. Da ist der Screamer wieder. So. Da oben ist einer am Rennen. Ich müsste nur mal kurz darüber. Ich will einfach nur ein bisschen schlafen. Bitte nicht schreien, bitte nicht schreien. Da ist wieder ein Screamer. Und auch da ist wieder ein... Die sind ja überall! Ja, ja, alles gut, alles gut. Da ist der nächste Screamer. Sag mal... Kann es sein, dass die Screamer einfach überall sind? Ja, ja, sobald ein Screamer loslegt, geht die Jagd los. Die wilde Jagd. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Ich will halt nur irgendwo pennen und das geht hier irgendwie nicht. Oh. Okay, Wurfspeere sind nice. Ja, okay. Parkour. Ja, ich komme nicht nach oben leider. Das ist ein anderer Stadtteil quasi. Shit, wo komme ich da wieder rein? Da ist die Leiter. Ich gehe wieder da rein. So. Wenn wir eh nicht rüberkommen. Komme ich an die Leiter überhaupt dran? Ja, Gott sei Dank. Piu. Die Nacht, die nie richtig dunkel wird. Ja, ich hab halt Gamma hochgedreht, damit ihr was seht, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Ich habe das für euch ja ein bisschen heller gemacht. Hier sind so Schwingseile, aber ich weiß halt nicht... Ist das hier ein Schwingseil? Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll jetzt. Ich hätte gerne Tag. Ich bin irgendwo hier hinten. Hier kommt man nicht lang. Da sind überall Screamer. Das heißt, alle 2 Meter. Hier wäre schon ein Bett eigentlich. Also eigentlich können wir natürlich dahin, nach oben. Können wir auch mal probieren. Kommen wir hier irgendwo nach oben? Geht's hier irgendwo nach oben? Hier geht's nicht nach oben. Nee, geht nicht nach oben. Ich weiß, da oben ist ein Fragezeichen drauf, aber da kommen wir von hier aus nicht hin. Vom anderen Gebäude auch nicht.
Von Seil zu Seil, ja, müssten wir testen, ob wir dann da hinkommen, ne? Kann auch sein, dass wir abstürzen. Abenteuerlich. Oh, okay. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Oh, um Gottes Willen. Okay. Ich konnte auch nicht abrollen. Bonus bei Nacht. Ich konnte leider nicht abrollen. Ich wollte es mal probieren, aber da nach links habe ich nicht gesehen. Oh, ich hätte Wiederbeleben beim Morgengrauen machen sollen, ne? Aiden, wie sieht's aus? Wie es aussieht, sind die Banditen aus dem Wasserturm geflohen. Da ist keiner. Sophie will mir einen Zugang zum Zentralring zeigen, sobald ich ihnen helfe, wieder ins Wasser zu kommen. Klingt gut. Sie ist hier aufgewachsen. Kennt ihr jede Ecke besser als die meisten Taxifahrer. Aber nimm dich vor Joe in Acht, Aiden. Der Typ ist zwar ein Clown, aber gefährlich. Der haut nicht einfach so ab. Also wir waren jetzt beim Wasserturm, oder was? So, ich geh mal kurz schlafen. Man muss sterben, damit die Story weitergeht. Ja, ich weiß nicht, wo ich gerade hätte hingemusst da, ne? Also als wir dann an diesen Balken lang gelaufen sind, weiß ich nicht, wo ich da hätte hinspringen sollen. Habe ich nicht gesehen, leider. So, geil. Ganze Nachtbonus ist weg. Cool, danke für nichts. So, machen wir das hier. Das haben wir die ganze Zeit schon ignoriert. Dann machen wir mal hier nochmal schnell. Einmal rein. So. Und dann gehen wir jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Boah, endlich mal wieder ein bisschen Tag. Ich mag die Nacht einfach nicht. Aber ich bin generell auch kein großer Freund von Nacht in Spielen, außer bei Thief. So. Gelangen Sie zum Wasserstoff? Zum Wasserstoffturm. Hallo? Ach so, das ist hier. Ach, das ist der. Das ist der Wasserturm. Höher als ich dachte. Wir waren doch schon mal bei dem, ne? Und hier liefen die ganzen Level 2 herum. Verdammt. Sophie? Jack und Joe sind im Turm. Sie jagen ihn in die Luft. Oh Gott. Wenn sie das machen, haben wir keine Wasserquelle mehr. Komm schon, Aiden. Der Turm ist vermint. Versuch, die Sprengladungen zu entschärfen. Was piept denn hier so? Ah. Okay. Wow, die haben aber die haben mal vorgesorgt hier. Und das war's? Kommen wir oben noch irgendwo lang? Ah, da, alles klar. Warte, warte. So, warte, warte. Jetzt rennen! Nee, sobald ich es nehme, explodiert es wohl nicht mehr. Keine Ahnung. So. Ah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Aber nicht jetzt. Ist da draußen jemand? Nee, nee, da ist niemand. Oh, nice. So. Entschärfen wie im Film The Mask. Einfach essen, meinst du? So. Hätte unten nicht eine Ladung gereicht? Ich meine, so in der Theorie. Wenn unten das Ding... Warum müssen den ganzen Turm verminen? Da geht's nicht. Nee, okay. Geht's hier noch raus? Nee, ne? Ja, 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 sieh hier. Ah, alles klar. Joe,
bringst uns noch um. Wir kommen hier nicht lebend raus. Keiner wird das. Gib mir den Sprengzünder, Jack. Nein, wir wollten doch einfach nur ein Stück Geld einsammeln. Jack, gib ihn zurück. Sie werden kriegen, was sie verdienen. Sie werden sterben. Jack, ich warne dich. Wie komme ich da hin? Ah. So. Hab sie! Und das Wasser ist gesichert. Was vor allen Dingen gesichert ist, mein Upgrade gleich. Ja, nice. Upgrade verfügbar. Ich lebe diesen Traum. Okay, nice. Alles fertig. Hier ist auch sehr schön, ja. So, warte ganz kurz, ich mach Upgrade. Ich würde sagen, Ausdauer reicht momentan, ne? Bei Schlägereien vielleicht nicht unbedingt, aber ein bisschen mehr Gesundheit täte uns allen ganz gut. So. Prima. Einmal wieder raus. Ach nee, die sind noch da oben. Ah, okay. Kann ich hier auf diesem nutzlosen Haufen rumklettern? Ja. Das hat nicht funktioniert. Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Schade. Das Coole ist, dass alle Menschen hier offenbar Parcours können. Weil Jack und Joe sind ja auch irgendwie hier hochgekommen, ne? Denk mal drüber nach. Oh. Alle Menschen in Apokalypse können einfach... können alles. Geil. So, Tischbein. Nice. Beste Waffe. Und die können auch... die sind nach oben gekommen, obwohl alles vernagelt ist. Toll. Was? Was ist denn? Dein fucking Ernst? Habe ich es doch noch geschafft. Ich liefere euch ein Feuerwerk, das ihr nie vergessen werdet. Wie sind die da reingekommen? Alter, die hätten uns schon. Die hätten uns längst rausschießen können. Oder die PKs. Die werden hinter uns her sein, sobald wir hier runterkommen, Kumpel. Oh oh. Scheiße, wir haben verloren. Warum macht denn wieder zu? Wir haben verloren. Wir können nicht gegen alle kämpfen. Deshalb ist jetzt die Zeit für ein Feuerwerk. Keiner kommt hier lebend raus. Ich verstehe. Ich will nicht sterben, du Arschloch. Keiner kommt hier lebend raus. Hey, wer ist da? Stopp! Oder wir jagen den verdammten Turm in die Luft. Das schwör ich. Ich hab die Bomben gefunden. Reden wir. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Wir jagen diesen verdammten Turm in die Luft. Ihr kapiert nicht. Es ist vorbei. Ich will, dass es vorbei ist und die Stadt sicher verlassen. Helft mir, dann helfe ich euch. Mach dir nichts vor, Jack. Niemand wird uns hier lebend rauslassen. Schau, ich bin ein Pilger. Lasst uns das Teil einfach hochjagen. Mach nur. Ich weiß, dass du es nicht tust. Hör nicht auf ihn, Jack. Es ist vorbei. Jag ihn hoch. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joe, warte. Joe. Hey, ist das nicht der Pilger vom Bazar neulich? Vielleicht. Pilger oder Papst? Na und? Ach, kapierst du's nicht? Wenn er ein Pilger ist, dann kann er uns hier rausbringen. Aus der Stadt. An einen sicheren Ort. Ich trau diesem Mistkerl nicht. Du traust niemandem. Ich hab dir gesagt, versuch's auf die nette Tour mit Barney, als wir die Chance hatten. Hör doch wenigstens einmal auf mich. Nette Tour mit Barney? Wozu? Damit er endlich aus dem Bazar abhaut. Nach dem, was wir von den Peacekeepern erfahren haben. Wir haben den Pisser gewarnt, ihm eine Chance gegeben, abzuhauen. Aber er hat sich für cleverer gehalten. Barney gewarnt? Wovor? Naja, unter anderem vor Lucas, der ihn wegen Waffenhandel drankriegen wollte. Er hatte schon seit Wochen eine Falle für ihn ausgelegt. Und anstatt die Höflichkeit zu besitzen, sich zu verziehen, hat er versucht, schön Wetter zu machen. Du meinst, Barney wusste, dass Lucas hinter ihm her war? Der Idiot wollte einen Krieg in Old Villadorf vom Zaun brechen. Wenn du mich fragst, Krieg ist das Letzte, was wir brauchen. Geld, Kristalle, das ist eine andere Geschichte. Deshalb wollte ich diesem tollwütigen Hund und seiner Schwester ein Ende setzen. Also, Pilger, hilfst du uns aus der Stadt oder was?
Komm runter, Joe. Ich werde mich verdammt nochmal nicht beruhigen. Bring uns raus aus der Stadt, Pilger. Zur nächsten sicheren Siedlung. Und keiner wird hier sterben. Ich kann euch aus der Stadt bringen, aber zuerst muss ich noch was anderes erledigen. Versteckt euch irgendwo und wartet. Klingt ziemlich riskant. Wer wagt, gewinnt. Er lügt, Jack. Es gibt keine andere Chance. Scheiße! Das gefällt mir nicht. Verdammt nochmal! Aber okay. Wir warten in den Tunneln auf dich in der Nähe vom Tango-Motel. Wir schicken dir ein Signal, wenn wir dort sind. Für der Tango? Gute Entscheidung. Jetzt gib mir den Sprengzünder, Jack. Wir hätten natürlich kämpfen können, aber ich bin des Kämpfens müde. Also was jetzt, Aiden, du Genie? Wer soll das Wasser kontrollieren? Stadtausrichtung. Wenn Sie ein Gebäude den Peacekeepern oder den Überlebenden zuweisen, beginnen diese, die umgebende Zone zu kontrollieren. Wenn eine Gruppierung eine Zone übernimmt, führt sie ihre Strukturen ein. Peacekeeper beginnen mit der Installation von kampforientierten Fallen, während Überlebende Parcourshelfer generieren, welche die Durchquerung einfacher machen. Je mehr Gebäude sie einer Gruppierung zuweisen, desto stärker wird sie, sodass sie noch bessere Gebäude errichten kann. Der jetzige Status der Stadtausrichtung kann über das Menü Karte aufgerufen werden. Gronkh nimmt immer die gutmütige Option und immer geht es schief. Keine Sorge, es geht auch schief, wenn ich andere Optionen nehme. Egal was ich nehme, es geht schief. Ich weiß, ob es noch im Spiel liegt oder keine Ahnung. So, lass gucken. Also, wenn man mal ganz ehrlich sein soll, ne? Die einzigen, die uns bis jetzt immer verarscht haben, waren die Überlebenden. Wenn wir mal ganz ehrlich sein sollen. Hä, die Ziplines sind viel geiler. Die Ziplines sind viel geiler. Nee, ich nehme natürlich Überlebenden. Peacekeeper ist mir zu militär, zu so. Und die Ziplines in der Stadt, Alter, voll geil. Vor allen Dingen, ich muss mal kurz da hinten hin. So. So, was haben wir hier? Ziplines, dann kommen Airbags. Springen sie mit Airbags. Oh, geil, da kannst du so jumpen. Hä, das ist viel geiler. Das ist ja viel geiler. Baum, springst du nach oben. Landetaschen dämpfen ihren Sturz, sodass sie den Boden schnell und sicher erreichen. Oh, wie cool! Bäm! Wiederbelebende Überlebende. Okay. Lüftungsöffnungen, die ihre Mobilität mit dem Gleitschirm verbessern? Also, oder? Upgraded to Airbags. Was macht das? Richtig geil nach oben jumpen. Voll geil. Zwei Wegeseilrutschen. Mit denen sie sich aufwärts bewegen können. Hä? Ja. Das Problem ist hier. Halbautomatische Armbrust. Aber die werden wir wohl nicht bekommen. Mal gucken, was wir hier kriegen. UV-Falle. Sind bei einer Jagd sehr hilfreich, da sie sowohl eine Falle für Infizierte als auch eine zusätzliche Quelle für UV-Licht sind. Also wenn wir einen Ort für die PKs machen, kriegen wir die UV-Falle? Hm. Pendelfallen. Sehen nice aus, aber ja, die sind mir ehrlich gesagt relativ egal. Molotow-Laternen. Wenn Molotow-Laternen vor einem Projektil getroffen werden, fallen sie herunter und setzen einen großen Bereich in der Umgebung in Brand. Auch die sind mir egal. Armbrust wäre wieder geil.
Elektrische Fallen sind mir auch Wurst. PK-Rasiermesserkanone. Wie gemein! Ich will alles freischalten. Die Autofallen sind mir scheißegal. Das hier und das hier. Und das hier. Ach, die UV-Falle ist das letzte. Oh, shit. Das erste ist die Autofalle. Das zweite wäre eine Rasiermesserkanone. Ich mache auf jeden Fall die Ziplines erstmal. Unter Druck. Under pressure. Ich hätte die Armbrust gerne, aber ich mag die PKs halt aber nicht. Voll Assassin's Creed.